Hallo zusammen. In einem früheren Video habe ich ja schon angekündigt, dass Bethesda angekündigt hat, dass am 4. und am 11. Dezember jeweils neue Updates für Fallout 76 kommen, die so einiges reparieren oder verändern werden. Für das Update vom 4. Dezember gibt es nun Patch Notes, die ich jetzt mal kurz für euch mit euch durchgehen will. Denn es gibt einiges an zusätzlichen Änderungen, die im Vorfeld nicht schon angekündigt wurden. Zum Beispiel ist die Bildrate am PC nun nicht mehr begrenzt, wie es seit dem letzten Update gewesen war. Stattdessen haben sie nun den Glitch behoben, der verursacht hat, dass sich Personen mit höherer Bildrate schneller bewegen als andere. Man kann also sagen, im letzten Update haben sie einen Workaround geschaffen, damit sie Zeit haben, um das fürs kommende Update jetzt wirklich zu reparieren. Also ihr könnt die Framerate, die Bildrate wieder manuell festlegen, trotzdem werden sich alle gleich schnell bewegen. Außerdem soll sich die Stabilität des Spielklienten und der Server verbessern. Das wäre wirklich wünschenswert, denn gelegentliche Abstürze, unter denen dürfte nicht nur ich leiden. Wie schon erfahren, wird die Lagerkapazität der Lagerkiste um 50%, also von 400 auf 600 erhöht. Und es wird nochmals betont, dass wenn diese Erhöhung zu keinen Performance-Problemen oder Problemen mit der Stabilität, besser gesagt, in dem Spiel führt, dann wird die Lagerkapazität in Zukunft noch weiter erhöht werden. Die Erfahrungspunkte, die man fürs Töten von hochleveligen Kreaturen bekommt, werden verringert. Da bin ich gespannt, wie sehr und wie sich das auswirken wird, denn einige gute XP-Grinding-Spots momentan im Spiel basieren gerade darauf, dass man eben sehr viel, zum Beispiel hochlevelige Ghule killen kann. Ich habe euch zum Beispiel in einem früheren Video schon eine Location gezeigt, in der das sehr gut, sehr schnell möglich ist, einige Level hochzuleveln. Das kann man durchaus als Exploit sehen und wenn das verändert wird, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Sehr schade fände ich es aber, wenn wirklich einzigartige Bossmonster wie irgendwelche hochleveligen Brandbestien jetzt weniger XP kriegen, weil die zu töten ist halt doch ganz was anderes wie 10, 20 Ghule zu töten. Aber mal schauen, wie sich das auswirkt. Wie schon angekündigt, wurde auch der Boss-Loot, den man kriegt, repariert oder verändert. Und sehr schön auch, der Schaden von automatischen Waffen wurde generell um 20% erhöht. Das finde ich wirklich eine gute Änderung, denn ich hatte schon das Gefühl, dass automatische Waffen einfach echt zu wenig Schaden machen und man unfassbar viel Munition raushaut, bis man mal irgendwas töten kann. Wenn man stattdessen optional auch einfach zweimal mit seinem Vorschlaghammer draufkloppen kann. Also das ist eine sehr schöne Änderung, finde ich, sehr gut. Und wie auch bereits bekannt, wird jetzt der Kryolator-Effekt richtiger oder verbessert auf die Spieler sich auswirken im PvP. Das war kein richtiger Satz, aber ich glaube, ihr wisst schon ungefähr, was ich meine. Auf den Konsolen wurde ein Fehler behoben, bei dem man unter Umständen im Ladebildschirm hängen bleiben konnte. Und speziell für die Xbox wurde ein Bug behoben, bei dem das Spiel abstürzen konnte, wenn man Teameinladungen bekommen hat, nachdem man Vault 76 verlassen hat. Der Bug, der verhindert hat, dass manche Spieler ihre Powerrüstung verlassen können, wird behoben. Und die Tafeln von Atomraketensilos zeigen nun die Teile der Startcodes nicht länger zu früh an, nachdem die Codes für die Woche zurückgesetzt wurden. Beim Camp verlegen werden jetzt wirklich alle Objekte korrekt unter dem Reiter gelagert, angezeigt und auch gespeichert. Auf der PS4, ich glaube viele Spieler kennen das, wurde behoben, dass Kabel seltsam durch die Luft glitschen, wenn man zwei Geräte miteinander verbinden will. Und Geschütztürme, die zerstört werden, während der Spieler nicht anwesend ist, werden nicht länger unsichtbar. Beim Erhöhen des Rangs einer Skillkarte erscheint nicht länger ein Duplikat der Karte. Dann wurde noch ein Fehler behoben, durch den man keine Teams mehr erstellen konnte, nachdem bereits im Hauptmenü ein Team gebildet wurde. Obwohl die Spieler andere Charaktere spielen. Oder so, ein sehr spezifischer Bug. Und wenn sich viele Social-Nachrichten in einer Warteschlange befinden, wird die Anzeigezeit dieser verkürzt. Außerdem wurden die Mutationen aufgeladen und instabiles Isotop genervt. Diese gewähren nun keine zusätzliche Gesundheit mehr. Wenn man länger als 10 Minuten AFK ist, wird man nun vom Server geschmissen. Im Atomic Shop gab es in der Auflösung 16:10 wohl Anzeigefehler, die behoben wurden. Name, Gesundheitsanzeige und rote Fadenkreuze durch Gegner werden nicht länger ausgelöst, wenn die Gegner nicht zu sehen sind. Ein Fehler wurde behoben, bei dem Einträge im Pitboy auf dem Status-Effekt-Bildschirm doppelt angezeigt wurden. Wenn man stark überladen stirbt, kann man nun trotzdem respawnen.
spawnen. Und wenn man sich mit Spielwelten verbindet, werden nicht länger die Questmarker von inaktiven Quests angezeigt. Genau das sind nun die Änderungen, die hier in den Patch Notes stehen. Man kann davon ausgehen, dass sich aber auch noch viele Kleinigkeiten verändern werden. Also der ein oder andere geliebte Glitch ist in Gefahr, gepatcht zu werden. Aber das erfahren wir dann erst am 4. Dezember und ich halte euch definitiv sofort auf dem Laufenden. Oh, eine Sache noch, die habe ich schon beim letzten Video vergessen zu erwähnen und jetzt fast schon wieder. Bethesda hat nun endlich seine Datenverwaltung ein klein bisschen verbessert, optimiert. Das heißt, die Updates sind nun nicht mehr so gigantisch, wie die früher waren. Ihr müsst nun nicht mehr das ganze Spiel neu runterladen wegen ein paar Kleinigkeiten. Auf der Konsole wird das Update 3 GB haben, für den PC gerade mal 36 MB. Ist schon eine Verbesserung zu 50 GB, auf jeden Fall. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich wollte euch wirklich nur kurz auf den neuesten Stand bringen. Den Link zu den Patch Notes verlinke ich euch natürlich in der Infobox, in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.